Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ständer kocht. Was wir heute kochen, meine Lieben, das habt ihr entschieden, also ihr habt mir die Zutaten vorgegeben, die ich heute mitkoche. Aus diesem mannigfaltigen Warenkorb, den ihr mir vorgeschlagen habt, habe ich folgende Zutaten rausgepickt und die benutze ich heute. Wir haben dabei Sauerkraut, Sahne, Schweinefilet, Bacon, Raclette-Käse und Nudeln. Ich habe mich heute für Spätzle entschieden. Daraus machen wir ein Leckeressen. Wir fangen an mit dem Schweinefilet, denn das müssen wir noch ein bisschen vorbereiten. Dazu nehme ich mir ein Brett hervor, nehme das Schweinefilet. Von dem Schweinefilet müssen wir noch alles Überflüssige, was nicht essbar ist, entfernen. Heißt im Fachjargon parieren. Heißt, alles das, was hier so Silberhaut und Fett ist, das schneiden wir weg. So, dann legen wir das Schweinefilet zur Seite und ich habe Backpapier für euch vorbereitet. So, und auf dieses Backpapier kommt jetzt unser Bacon. So, den Bacon haben wir auf dem Backpapier ausgebreitet. Darauf kommt jetzt Sauerkraut. Versucht den so ein bisschen abzutropfen, dass wir da einen relativ trocken dazwischen haben. Ich habe noch keine Ahnung, ob das gut wird oder ob das schlecht wird, aber ich kann mir das geschmacklich extrem gut vorstellen. Und deshalb versuchen wir das mal. Weil das ist ja Sinn der Sache, dass ihr mir Zutaten gibt, aus denen ich irgendwas baue, was mir gerade so in den Kopf kommt. Und ob das dann lecker wird oder nicht, das ja, sehen wir dann, wenn es fertig ist. So, aber aus guten Zutaten kann ja auch nur gutes Essen werden. Ich glaube, das sieht schon ganz gut aus, oder? Übrigens, heute dabei, hinter der Kamera, ist der liebe Aurel. Normalerweise sind wir ja zu dritt und deshalb steht diese Kamera auch starr, denn da steht normalerweise der Stefan hinter. Aber aufgrund der momentanen angespannten Situation dürfen wir ja nicht so viele auf einmal mit keinem Abstand. Deshalb habe ich einfach mal den Stefan durch ein Stativ ersetzt und der Aurel ist da. Hurra! So, jetzt packen wir das Schweinefilet da mal so in die Mitte. So, würzen sollten wir das Ganze vielleicht auch noch. Wir würzen das Schweinefilet mit Salz. Seid mit dem Salz ein bisschen sparsam, weil der Bacon an sich da schon relativ viel Aroma hat. Und gehörig Pfeffer können wir auch noch dazu nehmen. Und den Pfeffer haben wir da mal einfach so drauf. Und reiben den so ein bisschen ein. Herrlich. So. Jetzt versuchen wir daraus eine Schweinefiletrolle zu machen. So, und wie ihr seht, ist die Rolle sogar fast zu. Ich bin ein bisschen begeistert. So, die Enden nehmen wir jetzt hier noch so ein bisschen hoch. So, machen hier die Enden noch zu.
drehen das so ein bisschen ein wie so ein Bonbon, dann kommt nämlich noch ein bisschen Zug rein. Und jetzt machen wir den Backofen an. Ruhig auf volle Pulle. So, dann nehmen wir eine Backform. Ich überlege gerade, ob ich den Ich lasse es. So, machen wir das Ding mal auf. Sag mal was. Nö, also ich rieche schon Hunger. Auf jeden Fall auch riecht gut. Also Speck ist immer gut. Ja, ich hau das auf jeden Fall jetzt in den Ofen und wir sehen uns in einer halben Stunde wieder. Bis gleich. So, es ist so viel Zeit vergangen, dass wir glauben, dass das Schweinefilet im Ofen fertig ist. Jetzt müssen wir aber gerade noch einmal fix die Beilage machen. Dazu nehme ich eine Pfanne. Stell die Pfanne auf und lass die schön heiß werden und hol mir jetzt gerade noch ein bisschen Butter dazu, denn die Spätzle schmecken mir jetzt einmal durch die Butter durch und machen dann da ein bisschen Käsespätzle draus. Ich kann euch diese Butter einfach nur empfehlen, das ist einfach meine Lieblingsbutter. Da sind richtig schön dicke Meersalzkristalle drin, das sieht man auch auf der Butter. Großartiges Zeug, keine Produktplatzierung, weil kriegt kein Geld für. Die lassen wir in unserer Pfanne einmal einschmelzen. Währenddessen machen wir uns gerade einmal über eine Zwiebel her. Ziehen die Zwiebel einmal aus. Achten dabei noch so ein bisschen auf die Butter. Das geht relativ fix mit meiner Induktionsplatte. Die Zwiebel schneiden wir in nicht ganz richtig hart feine, sondern in so ein Mittelding zwischen fein und grob, also in Würfel. Dann hauen wir die Zwiebeln in die Pfanne. Achtet bitte, bitte, bitte darauf, dass ihr die Butter nicht zu heiß macht, denn die wird sonst braun und verbrennt. Deshalb mit Butter immer mit moderater Temperatur arbeiten und die Zwiebeln schön glasig anschwitzen. So, was passiert, wenn wir die Zwiebel anschwitzen? Sie verliert so ein bisschen von ihrer Schärfe, sie wird milder, wird weicher, deshalb schwitzen wir halt die Zwiebeln an. Wenn das passiert ist, geben wir dann gleich die Spätzle dazu. Spätzle sind übrigens heute unsere Nudeln. Der Thomas hatte sich übrigens Raclette-Käse gewünscht. Den haben wir hier. Den schneide ich jetzt einfach der Einfachheit halber so ein bisschen in grobe Streifen, damit die sich gleich besser in den Spätzle verteilen. Raclette-Käse hat halt den charmanten Vorteil, dass der sich schön auflöst und fluffig wird und aber auch ein sehr intensives Aroma hat. So, die sind angeschwitzt, dann kommen da jetzt unsere Spätzle mit rein. Aber auch bei den Spätzle gibt es noch was zu beachten. Ihr kennt wahrscheinlich diese trockenen Spätzle, die man dann über 7-8 Minuten im Wasser erstmal kochen muss, damit die genießbar sind. Lasst die Finger davon. Es gibt diese frischen Eierspätzle, kosten nicht viel mehr, sind aber vom Geschmack her um Klassen besser. So, die verschwenken wir dann mit Zwiebel und Butter. An der Stelle können wir schon mal ein bisschen würzen mit Salz
mit Pfeffer. Also wer von euch übrigens eine Muskatreibe zu Hause hat, her damit, meine ist nämlich kaputt. Deshalb muss ich jetzt hier mit so komischem Zeug arbeiten. Muskat war übrigens auch auf dem Warenkorb, den ihr mir gegeben habt. Deshalb darf ich den durchaus benutzen. So, das schwenken wir jetzt auch schön unter. So, dann gehen wir jetzt etwas mit der Temperatur hoch. Denn jetzt geben wir den Käse dazu. Und damit das eine richtig schöne, saftige Sache wird, kommt da jetzt ein guter Schluck Sahne rein. Nein, ich mache erst Weißwein rein. Ja, wir brauchen, genauso wie es auch beim Käsefondue ist, das nicht Schweizer Raclette-Käse, ein bisschen Säure. Lassen wir auch so ein bisschen jetzt einkochen, damit der Alkohol aus dem Weißwein rausgeht. Da sehen wir schon, wie der Käse sich so langsam anfängt aufzulösen. Und dann kommt da jetzt noch ein guter Schluck Sahne rein. Und denn die Sahne braucht ein bisschen Hitze, um sich schön in die Spätzle reinzuziehen, einzureduzieren. Und da machen wir euch jetzt einen kleinen Spätzle-Porno draus. Seht ihr, dass die Spätzle sich schön mit der Sahne und mit dem Käse verbunden haben und richtig leckere homogene Masse ergeben haben? So, und jetzt ist der große Augenblick. Ich hole den Braten aus dem Ofen. Ja, das ist meine Interpretation aus Schweinefilet, Sauerkraut und Bacon. Wir probieren jetzt mal, ob das lecker ist. Wenn ihr wollt, viel Spaß beim Nachkochen. Bis dahin. Tschüss.